Hallo und herzlich willkommen zurück. Das wird vermutlich die letzte Folge sein mit dem neuen Rechner, mit dem alten Rechner und mit BioShock Infinite. Mich mal interessieren, ob Elizabeth das hier kennt. Der Leuchtturm. Die ist voll aus dem Häuschen. Alter, wie geil das doch aussieht mit dem Sternenhimmel. Air for Rapture. Die verarscht uns doch. Ups. Moment, Scheiße. Das war mein Tablet. NTV, was sagt NTV? Langweilig. So, jetzt. Unglaublich. Geil. Bist doch irre. Ich finde das gerade so geil, dass sich das hier alles irgendwie so, ich sag mal, aufbaut. Das ist Wahnsinn. Das ist doch krank. Laufen wir da hinten? Nee. Ich raff das nicht.
Was? Das ist doch paradox. Ich will nicht nochmal getauft werden. Wir wissen, was in der ersten Folge passiert ist und in der zweiten. Oh nee. Was? Ich will nicht. Huch! Ich komme. Das ist zu viel für mein Großgehirn, das schaffe ich nicht. Ich. Nein! Ich raff hier absolut gar nichts mehr. Bring us the girl and wipe away the thief.
Da ist der Finger. Ist doch. Das ist doch paradox, das ist doch. Nein! Das. Nee! Ah, komm, denk nach, da muss es doch eine Geschichte geben. Ich meine, das war mir klar, dass wir Elizabeth verkauft haben. Tja, meine Freunde, das war Bioshock Infinite. Alter, ich hab grad so Gänsehaut. Sehr geiles Spiel, sehr geil.
Hammer. Allein die Grafik, die war recht schön. Vor allem die Lichteffekte. Ich habe die Lichteffekte innerlich so gefeiert. Lichteffekte sind für mich von den Spielen her sehr wichtig. Lichteffekte müssen gut sein. Könnt ihr sagen, was ihr wollt? Lichteffekte, die müssen sein. Aber ansonsten das Spiel allgemein. Da. Richtig gut. Also der Kauf lohnt sich wirklich von BioShock. Holt euch bitte diesen Teil. Der ist Hammer. Sehr emotional. Die Geschichte ist meiner Meinung nach etwas schwer zu verstehen. Jetzt am Ende habe ich total abgeschaltet. Von der Schwierigkeit her ist natürlich, wir haben, glaube ich, am Ende jetzt auf einfach gespielt. Aber das Spiel zieht am Anfang geht's noch. Dann ist halt so eine Mittelwelle und dann geht's steil nach oben. Also das Spiel zieht heftig an Schwierigkeit an plötzlich. Und irgendwie bin ich auch jetzt froh, dass ich das Game durch habe, weil es hat mir doch teilweise Nerven gekostet. Jetzt am Ende sowieso wegen meinem Aufnahmeprogramm. Hoffentlich hat sich das mit dem neuen Rechner erledigt. Boah. Ansonsten, was gibt's sonst noch so zu BioShock zu sagen? Was mir nicht gefallen hat, sind zum Beispiel der ein oder andere Bug. Zum Beispiel, was wir jetzt hatten, eben nochmal am Raumschiff, ich sag immer Raumschiff, am Schiff vom Prophet mit den Schienen, mit der Skyline, habt ihr ja selber gesehen. Elizabeths Kleid, das ist irgendwie so ein bisschen rum, hat rumgezappelt. Die Charakter selber sehr schön. Elizabeth auch sehr gut getroffen. Ich glaube, das ist auch das erste Mal in BioShock, dass man so, ich sag mal, so eine Zweitperson, mit der man interagieren kann, hinzugefügt wurde. Sonst waren immer so BioShock 1 und 2 so die Little Sisters und so. Waren ja dabei. Auf alle Fälle richtig geiles Spiel. Das DLC. Das DLC werde ich nicht let's playen. Ich werd aber, ich sag mal, so einen kleinen Ausschnitt davon vielleicht zusammenstellen. Ansonsten schöne Atmosphäre. Aber man hat so irgendwie so gemerkt, von glücklich hat sich alles in die Wahrheit, ins Schlechte gewendet. Am Anfang war alles super. Elizabeth war glücklich in dem Turm. Na, teilweise glücklich. Es war auch sehr farbenfroh am Anfang. Und dann hat man gemerkt, irgendwie, wo Elizabeth langsam die Wahrheit erkannte, ging es dann so ein bisschen ins. Ja, ging dann so eine Talfahrt irgendwie. Die Vox Populi kamen dann, die haben alles kurz und klein gehackt. Und wir waren ja sogar einmal der Anführer, glaube ich. So war das. Elizabeth, Heather Gordon. Gezeichnet? Ach nee, Voice. Jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst. Keine Ahnung, wer Elizabeth gesprochen hat. Jedenfalls die Synchronstimme, sehr schöne Synchronstimme. Wirklich schön. Bei den KI-Charakteren hat mir so ein bisschen die Mimik vom Face gefehlt. Jetzt so die kleinen Kinder oder so, die rumspielen, die hatten entweder ein Lachen im Gesicht, weißt du, oder nicht irgendwie so. Die Gesichtszüge, die haben einfach ein bisschen gefehlt. Das ist halt bei Battlefield 4 beispielsweise ganz anders. Aber gut, das BioShock ist ja auch eine ganz andere Welt als BF4. Aber sehr, sehr schön. Ich lasse euch noch mit den Credits ein bisschen alleine. Unterstützt die Entwickler, indem ihr das Spiel kauft. Die haben es wirklich verdient. Die Soundtracks auch super, wo ich das hier gerade lese. Nun ja, und wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play. In diesem Fall auch mit dem neuen Rechner, auf den freue ich mich auch schon. Jetzt nach BioShock und BF4 ist erstmal Schluss und dann geht's erst weiter wieder, wenn der neue Rechner hier steht. Dann würde ich mal sagen, nimmt das Let's Play eine neue Generation an. Okay, ich verabschiede mich. Schaut euch die Videos für den neuen PC an. Die werden dann halt hochgeladen, wenn der neue Rechner fertig ist. Und das kann etwas dauern, da ich die nämlich in recht guter Qualität hochladen will. Also mindestens vier oder dreimal so gut wie hier, wie jetzt die jetzigen Videos. Damit man auch was sieht mit dem Grafikkarteneinbau, was ich damals gemacht habe, da war die Qualität einfach, ich sag's mal so, ist einfach scheiße. Sagen wir es
sage ich ganz ehrlich. Der wird mir auch der DreamTex mit der Kamera ein bisschen helfen. Das wird alles ein bisschen besser vonstatten gehen als das allererste Mal mit dem Grafikeinbau. Da werde ich natürlich auch nochmal zeigen, wie das mit der Grafikkarte nochmal genauer funktioniert. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und kauft das Spiel bitte. Es ist einfach geil.
Das ist jetzt nach den Credits, also gestern ist ja das Spiel zu Ende gegangen. Ich mache nochmal eine kleine Special-Folge. Hallo? Ja. Ja, das war Bioshock. Eieiei. So. Dann schauen wir nochmal in die Extras, was es da alles gibt. Hoffentlich schön viele aufregende Sachen. Ja. So, Option Credits. Nichts. Spiel verlassen. Hauptspiel. Nope. Nix. Ja, ich drück dann mal auf Spiel verlassen. Ja. So, was siehst du hier? Du siehst hier die Endcard von meinen Videos. Unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar. Auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype bin ich auch erreichbar. Schreib mir PNs oder sowas, was du gut findest, was nicht. Liken, abonnieren, irgendwas. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Freut mich, wenn du wieder dabei wärst.